Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu FIFA Core Season mit dem Maxi. Sag hallo. Maxi, sag hallo. Ja, dann halt nicht. Ja, auf jeden Fall spielen wir mit Paris und Hallo. boah. Hat sich etwas verzerrt. Mit Paris und ja, da haben wir auch schon einen Gegner gefunden. Vielleicht kann er ja auch noch mal abbrechen, damit wir gewinnen. Oh, Matuidi. Cavani schießt ein Tor. Juhu. Matuidi. Oder? Oh. Boah, da will ich gerade andrehen und dann. Oh, CDG. Italia. Oh ja, wir spielen gegen Italien. Juhu. Idiota, du hast dir die falsche Betonung. Ja, das tut mir. Abbrechen, Abbrechen! abbrechen, Bitte, bitte, bitte! abbrechen. Ja! Junge! Auch wenn ich das Gefühl habe, dass das Hacker sind. 7-7! Ja! Ja! Boah, ist das geil! Ja, erfolgreich, wir kommen voran! Das können wir auch so in Liga. Mach schon mal weiter. Jo. Ich gehe dann noch mal einen Gegner suchen. Und ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Egal. Auf jeden Fall spielen wir mit Paris. Ja, zum Team gar nicht mal so schlecht. Wird Nee. vom irgendwie vom Kann man Neffen was. oder so vom Scheich des von Katar oder wie auch immer. Ge What the fuck, Alter? Ja, die haben ordentlich Geld und die haben Ui, vor Ende angedreht. der Sommertransferphase wollte Barcelona Thiago Silva kaufen, falls ihr es nicht Oh, gewusst wir spielen hatte. nochmal gegen ihn. Gewusst habt und Ich da werbe Dingens mal. gesagt, Paris Saint-Germain, ja, wenn ihr Thiago Silva kauft, kaufen wir euch Messi ab für 250 Millionen. Gewonnen. So, dann machen wir nochmal. Vielleicht finden wir ja diesmal einen. Nö, wir haben nicht gewonnen, oder? Nein, das war, weil unser Verein nicht deren Verein entspricht, halt so wegen national und so. International, ne? So, jetzt können wir auch mal Glück haben. Dann sind doch schon wieder die gleichen, oder? Oh nice, wir Alter. spielen gegen Leute mit Ton. Juhu! Yes, Leute, ich weiß nicht, ob ihr mir den auch hört, aber es könnte Nein! lustig werden. Ja, weil der kann haben, der Alter, das Goldball ist ist. schrecklich! Das sind die entscheidenden 3 Punkte für den Oh, Aufstieg. Juventus? Junge, wo kann ich Das das? war der Anpfiff. Die Begegnung läuft. Keine Wir Ahnung. freuen uns auf 90 Scheiß Minuten drauf. hoffentlich deutschen Fußball. wahrscheinlich hört man uns gerade auch. Ja, das ist mir Ja, hier scheißegal. könnte sich eine Chance Ja, entwickeln. also. VR Recording on YouTube. Do you know Ireneusz Glikowski wird YouTube? heute die Partie pfeifen. Tschu. Ja, ist okay. Motor. Ja, das kann ich. Das war meine Schuld. Okay, erstmal reinkommen. Boah, boah, das war stark gespielt. ja. Wir gucken in die Runde und sehen den Fans den Hui, schrecklichen einer mit Liegestütz. Fußball Jetzt geht's aber an. los. Problem? Großen Enthusiasmus in diese Partie gestartet. Der Alter, Aufstieg das war ruft. schick. Ja, weil Na, der hat die Äpfel doof geguckt. Boah, Alter, ich will die nicht hören. Kann ich den irgendwo aus. Abbrechen! Nein, das war ich Abbrechen! diesmal. Kann ich den irgendwo ausstellen? Nein, kann ich nicht. Schade. Boah, Boah, Maxi, wieso stark, legt er stark. sich den Ball denn sofort vor? Schreibt mal in die Kommentare, ob es irgendwie Tipps gibt, wo sich Und schreibt mal die in die Spieler nicht Kommentare. den Ball so zehn Und schreibt mal in Meter die. legen. Ich hatte schon wieder Schiss. Und schreibt mal bitte in die Kommentare, wie Ja, man der den Ball Ton da weit ausstellen kann. raus, Das Eckball. weiß ich nämlich auch noch nicht. Vor allem sehe ich jetzt die ganze Zeit über meinem Spiel so eine komische weiße Tonanzeige manchmal. Müsste eigentlich ein bisschen größer sein. Ja, also das ist einfach nicht zu machen für ihn. Also da kann er nicht rankommen, da bräuchte er Nicht Körpermaße nur eines irgendeiner, das ist der Basketballers. Topscorer aus Ibrahimovic. der NBA. Ach so, das hast du diesmal gehört. Ich habe gehört, das ist so ein Klein, wie man im Ruhrgebiet sagt. Moa. Tevez. Moa und dann bremst der Silva am Verlauf, der mich ins Abseits Nun spekuliert. Arturo Vidal. Können Sie die Flanke verwehren? Oh.
Alter, spielt er schön. Die berüchtigte Rückenlage und was für eine üble Schusstechnik. Ja, exakt, also den trifft er natürlich überhaupt nicht richtig schon angesprochen. Ach, schön, dass du mir dann auch mal den Maxwell gibst. Was ist das denn? Llorente. Ja, moin, Mann. Ich werde das auch für euch hier. Hören wir die irgendwie nur beim Tor oder so? Nur keine Ahnung. Alter, okay, Maxi. Ja, jetzt können wir auch uns offene Messer werfen. Hier, Spiel runter. Boah. Vielleicht gewinnen wir ja jetzt. Ja, vielleicht kriegen wir jetzt mal das Momentum ab. Keine Chance für den Keeper. So, 45. und 90. dann. Und zwischendurch mal ein Türchen und dann Schritt 3-2. Und dann. Maxi, du stehst mir leicht im Weg. Ja, läuft bei dir. Ja, läuft. Mit dem habe ich vorhin einen guten Schuss abgegeben, der kann schießen. Ja, trotzdem. Ja, da richtig gut ange. Hier in die Mitte. Ob diese Flanke wohl in Achtung! Dreht er sich auch schön um? Ja. Maxi! Du schiebst ihn einfach vor dir her. Ja, der hat 93 Stärke. Nö, so läuft halt nicht hier angerannt gekommen. Er attackiert ihn, er will den Ball. Alter. Ja, Chiellini ist schnell. Ja. Ne, wieso stellt der sich nicht vor den? Das konnte doch nicht gut gehen. Solche ja, so einen Schuss bringst du dann. Das ist ja ein Scherz. Ich hab voll Spannung. Jetzt nimmt er dem Verteidiger den Ball ab. Hier, runter. Ja, er rennt einfach nicht so. Ja, jetzt komm hier, schnell, mach doch mal. Kein Unnötiges. Deswegen, der Ball jetzt eben aus. Vassalli. Nein! Mein Gott. Ui. Ui! Oh, Scheiße. Mein Gott, was ist das denn? Schick. Jung. Jetzt rein in die Mitte. Tor. Nein, das Ecke. Gibt es nicht. Schade. Die Flanke ist nicht daneben gegangen, Alter. Laber doch keine Scheiße, Scheißreporter. Das war. Mutter hat den Dachschaden. Haben die überhaupt hier irgendjemanden, der hier Ecken schießen kann? Weiß nicht. Ratti nicht. Lass mir Kamera. Scheiße, jetzt macht ihr die Automat. Ui! Ja. So hohes und breites Tor und Ecke, ne? So weit lol. Und wieder mal eine Chance leichtsinnig liegen gelassen. Ja, Entschuldigung, lieber Reporter. Ich dachte, da kommt eine hohe Ecke. Da muss ich den Kopf reingestellt. Ja, das wollte ich, glaube ich, machen. Und nur hat er das dann. Da fehlt jegliche Konzentration bei diesem Zuspiel. Da steht die Verteidigung. Er bringt sein Team in Ballbesitz. Und schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Maxi nicht mit dem Innenverteidiger dribbeln. Das ist Brasilianer. Das macht nichts. So, Maxi, das ist ein Innenverteidiger. Ja, also wenn du mal auf Foothead gehst, da sieht er. Hat er den Trade Longshot Taker? Das ist egal. Nee, das heißt, er kann die. Ja, und? Wir machen das. Mein Gott. Ja, man hört den wirklich nur, wenn das Spiel unterbrochen wird. Das ist gut. Oh. Van der Wiel. Oh, schön. Was war das jetzt für ein Steilpass? Ui, schön! Ich bereite mich schon auf den Torschrei vor! Jetzt sieht er! Was ist nein, dein? Du Graupe! Boah, Ibrahimovic, das gibt's doch nicht! So, dann machst du doch. Jetzt höre ich mich schon wie der Reporter, ey. Wobei macht er doch sonst mit verbundenen Augen rein. Den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Ja, das boah, das gibt es echt nicht. Hätte ich den mal verfickte Scheiße angehört.
Tevez. Und jetzt eine Flanke. Kommt Fernando Llorente daran? Oh, das war die falsche Taste. Ah, nein. Oh, einer kann sich mal im Kopfball durch. Lol. Nein! Da. Oh. Junge, da bin ich. Abseits. Da bin ich. Sie haben zwei Spieler. Ja, Junge, ich hab vorher, bevor der mich da so überraschend durchgelassen hat, einfach, hab ich auf Steilpass gedrückt und dann macht er einfach danach. Dann hab ich mich. Guck mal, genau da. Da bei so einer Situation hab ich gepasst. Und dann bin ich da einfach durchgekommen. Und nun Arturo Vidal. Ich Ach, was hätte ich. Es 5 Minuten Nachspielzeit gibt, aber naja. Ist doch egal, Mann. Kann nur uns zugute kommen. Oder den. Boah. Sehr schön, Maxi. Jetzt kommt die Aktion, die das Tor heißt. Nee, doch nicht. Trickser, Trickser, Trickser. Er ist langsam. Oh, das habe ich auch bemerkt. Und der Cialini ist schön schnell. Und körperstark. Ja, das sowieso. Das erwartet man auch von einem Verteidiger. Ah, genau. Okay, das... Denk mal. Gott, Tore gut gemacht, aber naja. Wir können das noch schaffen. Obwohl... Spieler sind da, ja. Die Assistenten sind da, es kann losgehen, der Schiedsrichter pfeift an, der zweite durch... Was war das denn? Geh doch mal zum Ball. Ja, sorry, Maxi. Engine. Andrea Pirlo. LOL. Nee, gegen Alex, so läuft das aber nicht. Langsam kommt er. Und langsam, lol, da ist er noch dazwischen gekommen, das war gut. Mein Gott. Boah, wie lange braucht er den Fuß zum Ball? Ja, und das Coolste ist, das ist Ibrahimovic, ne? Ja, ich weiß. Der ist normalerweise in 2 Sekunden mal eben den Ball weiterleitet. Wer kriegt jetzt als nächster den Ball? Also. Mein lieber Mann, das war aber... Max irgendwie Parallelen zum Spiel da vorne. Ja. Dass wir auch anrennen, ne? Oh. Oder dass der anrennt und... Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Das. Danke. Ich riech mich gar nicht mal auf. Ich hätte auch schon nach dem 2-0 direkt gerage quittet, wenn ich Bock drauf hätte. No, nom, 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 nom. Chiellini. Was eine Scheiße. Alex. Boah, mit dem habe ich nicht gerechnet, aber egal. Maxi, spiel. Jetzt nicht mehr. Oh mein Gott. Ey, das nächste Team, das ich mache, da stelle ich alle starken Spieler ran. Da. Hast du auf sehr offensiv gestellt? Ja. Okay. Wir müssen jetzt alles rausholen, was geht. Egal wie viele Abwehrlücken. Alter! Ja, der Florenz im Sturm, der ist kopfballstark. Ja, jetzt müssen wir auch auf den aufpassen. Aber da. Und vorne. Ja, da sollte der Aufpass unbedingt hinkommen. Also wirklich. So gehört sich das. Da musste der Ball einfach hin. Ach, schön, dass du mal pfeifst. Das gibt es echt nicht. Ui, ja, genau. Ja. Der lässt immer 10 Stunden weiter. Ja, und bei uns. Ne? Ja, und bei uns pfeift er nie. Bei uns pfeift er nie. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Schießt er hin. Ja, jetzt. Der Fisch, jetzt noch der lupft in die Mitte. Glaub, jawohl. Da vorne, nach vorne. Oh, scheiße, der Torwart ist draußen. Scheiße. Oh, Mann. Meine Fresse, Ibrahimovic.
Okay. Mann! Elfmeter gehalten, das ist gut. Jetzt fehlt uns natürlich ein Mann. Und das Tor wäre leer gewesen. Da wäre er nochmal schön arrogant gewesen und hätte einen das reingekriegt. Nennt der Abiturient antizipieren. Er ließ die Situation. Das gibt es echt schön. Aber jetzt ist er eh drin. Ja? Sind es die Nerven? Darf ich auch. Hallo, oh. Noch um den Aufstieg. Liegen hier jetzt aber deutlich hinten. Tja, was soll man da jetzt noch sagen? Ja, Ibrahimovic. Ja, du musst rennen, Maxi. Das Spiel des Torhüters. Komm jetzt da unten. Unfassbar schlechte Leistung, ganz klar. Ah, da sieht der Keeper nicht gut aus. Hier, nochmal schön zu sehen. Kann die Kugel nicht festhalten. Ball gespielt. Frank Rahn in der Ecke. Ging nicht. Hier auf den Alex. Ja, das war optimale Ecke, muss ich sagen. Sorry. Der Gegner hab ich zu weit reingezogen. Spiel nach vorne. Bring rein, bring rein. Magst du nicht schießen? Bring erstmal rein hier. Das ist auch scheißegal, ob wir 4-0 verlieren. Da können wir wenigstens ich will wenigstens noch ein Tor machen. Jetzt schieß! Mann! Wie kann man denn so schießt weit du mit rechts zu dem nicht? Er will ihn haben, den Ball, kriegt er ihn? Ibrahimovic. Findet dieser weiter. Ja, läuft. Ja, bestimmt. Ja, Maxi, der nächste, läuft! Komm, noch eine rote Karte. Wenn schon. Ja, jetzt. Jo! Oh, Gott sei Dank muss ich jetzt nicht mehr halten. Pass auf, den wieder Buffon. Jawohl, Maxi. Nein, ich glaube, der schießt sich so anders hin. Ja. Bester Mann, Alter. Wir haben einen minimalen Drehweg. Ja, darf ich auf alte Pferde drücken? Ja, no, not fair. Dann spielen wir noch ein Spiel in Paris. Nein. Ja, danke mal, Alter, René. Das ist ja keine einfache Situation beim Elfmeter. Du hast die ganze Verantwortung auf deinen Schultern, aber er lässt sich nicht kirren. Boah, okay, Maxi, jetzt machen wir, jetzt kommt nochmal so eine Longshot-Time. Bei dieser komfortablen Führung. Junge, wie ich hinterher renne mit Alex, aber einfach keine Chance habe. Und jetzt eine Flanke. Ja, ist ja nicht so, dass man an dem mal festhalten kann. Was, warum gibt das jetzt Ecke? Ja, freu mich auch. Also schlagt mir irgendwelche keine 5-Sterne-Teams ja auf das Spiel. Sind wir einfach zu schlecht. Wir könnten natürlich auch schreiben, aber die werden wir jetzt erstmal weniger berücksichtigen. Guck dir den an. Junge, ich... Oh. So. Meine Güte, ey, wie lange brauchst du, um auf Tempo zu kommen? Ey, das ist unfassbar. Nicht einmal den Ibrahimovic in Aktion gesehen, doch als du verschossen hast. Oh mein Gott. Hier. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Warum steht der Ibrahimovic da? Lockt man den Keeper nicht aus der Reserve. Ah. Toll gemacht. Boah, das war natürlich schlecht gemacht. Das hätte man besser lösen können. Trainer ist sauer. Was ist jetzt los? Konzentration bei diesem Zuspiel. Keine Ahnung, okay. Das war Pogba. Kein Grenzfall, das war eine klare Sache. Gelbe Karte. Boah nein, jetzt haben wir die wieder so schnell weg da. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir mindestens ein Tor in der 90. schießen. Ist ja nicht so, dass wir ein bisschen Lücken in der Abwehr haben. Scheiße! Boah. Er freut sich ja über unsere Nubigkeit bestimmt. Ja. Ja, wenn man so leicht gewinnen kann. Aber immerhin haben wir heute auch ein Spiel gewonnen, sogar zwei. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Wenn du dich erinnerst. Also wir haben schon mal hier die Aussicht überholt. Ja, erstmal Ibrahimovic anschießen. Wofür 5 Minuten? Das ist, um uns eine Chance zu geben, weil wir kriegen kein Momentum. Er kriegt jetzt als nächster den Ball.
Hier oben. Jetzt beeilt euch mal. Da ist ein Konter drin. Meine Güte, wie langsam das ist. Das ist so ein Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Maxi. Sag das immer nicht. Oh, ich bin der Typ und ich hab. Maxi! Ich will noch ein Tor schießen. Ich hole jetzt mal Torwart raus, okay? Oh Mann, schade, ich wollte trollen. Ja, okay, das war's. Coole Sache. Langsam zu Ende, jetzt eine Niederlage. Das ist ein herber Rückschlag für die Aufstiegshoffnungen. Und zwei Spiele sind's noch, Manni, und die Erwartungen sind immer noch sehr hoch. Zack. Ja, so eine Scheiße. Maxi? Okay. Jo. Ja. Was machen wir? Ende. Ja, okay. Ich hab ja schon beendet. Jo. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt wieder Teams in die Kommentare. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.